Eine Woche Dolomiten, 7 Nächte hier im VW Polo, das gibt's in diesem Video. Du musst lachen. Ich muss einmal lachen, Mann. Ja, du denkst doch an irgendwas Lustiges. Ich weiß nicht, ob du danach was Neues bestellt hast. So, die erste Nacht haben wir auch schon hinter uns. Herzlich willkommen zu diesem Video. Los geht's, viel Spaß. Das ist natürlich irritierend. Mit dabei ist der Lars. Moin. Okay. Nein, komm, jetzt keine Leute. Ja, die erste Nacht haben wir jetzt hinter uns. Dann kommen die Leute. So, wo bist du? Bevor es dann gleich weiter in Richtung Dolomiten geht. Denn wir haben fast Vollmond. Die erste Nacht haben wir jetzt schon hinter uns. Wir haben hier einen kleinen Zwischenstopp in Bayern gemacht, um einen Sonnenunter- sowie Aufgang mitzunehmen. Wir sind jetzt gerade noch am Eibsee, bevor es gleich weiter in Richtung Dolomiten geht. Wir möchten in der Woche vor allem die schönen Herbstfarben einfangen. Und ich möchte mal gucken, was bezüglich der Milchstraße bei Vollmond möglich ist. Denn wir haben gerade fast Vollmond. Mit dabei ist wieder der Lars. Moin. Mein Name ist Julian. Herzlich willkommen bei diesem Video und los geht's. Unser erster Stopp ist jetzt hier der Antornosee, ganz in der Nähe der Drei Zinnen. Denn da wollen wir morgen richtig loslegen. Wir hatten ja gerade ein sehr schönes Alpenglühen. Allerdings waren wir ein bisschen zu spät dran, sodass die Fotos mit einer gewissen Hektik entstanden sind. Ja, da macht man natürlich Fehler bzw. findet nicht den Bildausschnitt, den man sich wünscht. Das habe ich gerade insbesondere bei der Drohnenaufnahme gemerkt, denn da habe ich die Bergspitze oben abgeschnitten und das sieht natürlich nicht so schön aus. Naja, aber weiter geht's. Wir haben jetzt eine sternklare Nacht vor uns und gucken mal, was wir da rausholen können. Bis später. Die ersten Sternenfotos habt ihr jetzt gerade gesehen und das funktioniert tatsächlich auch bei Vollmond und zwar, wenn man in Richtung Norden fotografiert. Denn der Vollmond geht ungefähr im Osten auf, verläuft dann über den Süden und geht morgens im Westen unter. Das heißt, der nördliche Teil des Himmels ist die Nacht über am dunkelsten. Ja, die Milchstraße ist dann natürlich nicht im Ansatz zu erkennen und genau aus dem Grund führe ich gerade noch nach. Die Kamera läuft schon in ungefähr einer Stunde und ist ebenfalls Richtung Norden ausgerichtet. Das heißt, das Zentrum, was ungefähr im Süden zu sehen wäre, ist da natürlich nicht drauf, sondern ein kontrastärmerer Teil der Milchstraße. Aber mich interessiert einfach, was da machbar ist. Weil das heißt immer, Mond
beziehungsweise erst recht der Vollmond und Milchstraße, das passt nicht zusammen. Aber ich sage, das geht. Und ich bin gespannt. Wir haben ja gerade außerdem noch einen Fotografen aus den USA kennengelernt, der erzählte, dass er jetzt noch eine circa zweistündige Fahrt bis zur Unterkunft vor sich hat. Da freue ich mich natürlich umso mehr über den Polo, der nur circa 100 Meter entfernt steht, auch wenn das gleich ein bisschen frisch werden dürfte. Ja, ich finde es immer wieder schön, bei diesem Hobby Leute aus aller Welt kennenzulernen. So if you, Sean, are watching this video, it was great meeting you. Greetings to New York City. Wir haben jetzt erstmal in Ruhe gefrühstückt und jetzt gerade ist die Sonne auch endlich mal rausgekommen. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie ich die ganze Elektronik im Polo eigentlich wieder auflade, weil das ist ja mittlerweile eine ganze Menge. Das sind zwei Kameras mit Wechselobjektiv, das sind zwei Actioncams, jetzt ist ja noch eine Drohne dazugekommen. Ja, dazu habe ich zwei Powerbanks dabei mit insgesamt 6 USB-Ausgängen. Die liegen immer hier auf der Hutablage im Kofferraum, da schließe ich den ganzen Kram dann dran an. Die beiden Powerbanks fassen zusammen eine Ladungsmenge von ca. 50.000 mAh. Zur besseren Einschätzung, der Akku der Sony Alpha 7 III fasst 2.000 mAh. Den könnte ich damit also 25 Mal aufladen. Aber gut, auch die Powerbanks sind natürlich irgendwann leer und da hat der Polo zum Glück noch so eine 12-Volt-Buchse hier hinten im Kofferraum. Da habe ich einfach über einen Adapter zwei USB-Kabel angeschlossen und hier hoch verlegt und lade somit die Powerbanks während den ganzen Fahrten wieder auf. Ja, wie ihr sehen könnt, ist es auch im Polo problemlos möglich, den ganzen Kram wieder aufzuladen und zwar ohne die Autobatterie bei abgeschaltetem Motor zu beanspruchen.
Wenn es hart auf hart kommt, hilft Lars mir natürlich auch aus. An der Stelle einmal ein riesiges Dankeschön auch für die ganzen warmen Mahlzeiten. Wir fahren jetzt erstmal einkaufen und danach geht's weiter zu den drei Zinnen. Bis später. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, Nacht Nummer 3 im Polo ist rum. Wir stehen gerade hier bei leichten Minusgraden auf dem Campingparkplatz an den drei Zinnen. Dieser Parkplatz befindet sich auf der Südseite und um zur Nordseite zu gelangen, kann man im Grunde zwei Wanderwege nehmen. Man kann einmal links an den drei Zinnen vorbeigehen und man kann einmal rechts an den drei Zinnen vorbeigehen. Die Gegend haben wir gestern in Ruhe ein wenig erkundet. Wir haben dabei laut meinem Handy gute 15 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Ja, und dabei haben wir vor allem eine Sache festgestellt, nämlich dass der beeindruckendste Blick auf die drei Zinnen definitiv von der Nordseite aus ist. Das wird vermutlich auch der Grund sein, warum man da die meisten Fotos von sieht. Ja, schade ist an der Stelle, dass wir jetzt im Oktober aus der Perspektive kein Alpenglühen mehr beobachten können, weil die Sonne zu keinem Tageszeitpunkt aus nördlicher Richtung scheint. Das kann man hier im Planer der App Fotopilz auch nochmal sehr schön erkennen. Das ist hingegen in den Monaten um die Sommersonnenwende herum möglich, wie man auch sehr schön in der App erkennen kann. Ja, wir haben uns gestern stattdessen für einen Shot mit dem aufgehenden Vollmond entschieden
Und das war wirklich unglaublich schön da drüben, weil da niemand sonst war. Es war einfach wahnsinnig ruhig und wir konnten zum Teil sogar ohne die Stirnlampen da rumgehen, weil das Licht des Vollmondes das Terrain wirklich super ausgeleuchtet hat. Ja, wir werden uns jetzt gleich auf den Weg machen, um die Gegend im Norden noch weiter zu erkunden. Denn wir werden sicherlich im Sommer nochmal hier sein, um das besagte Alpenglühen einzufangen. Außerdem kann man hier zur passenden Jahreszeit auch die Milchstraße fotografieren. Und auch dazu werden wir mal nach Spots Ausschau halten. Bis später! Boah, hier stinkt's aber gewaltig denn. Ja, ich hoffe mal, hier hat keiner das gemacht, wonach es da drin riecht. So I found myself in tears. Every day was filled with fear. When you feel you wanted more, then suddenly you're on the floor. And I left my heart with you. There is nothing else to do. I would like to have it back. It's broken and far from. As dangerous as it is, we couldn't wait.
So, Halbzeit. Nacht 4 hier im VW Polo. Ja, wir sind jetzt hier in die Nähe des Lago di Limides gefahren. Da geht es dann morgen früh um 6 Uhr los zum Sonnenaufgang. Den gibt es dann in Teil 2 dieses Videos. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Dann sage ich, macht's gut und bis zum nächsten Mal. We forgot to say goodbye.